So, kommen wir zu einem weiteren Video vom Porsche T217. Heute geht es um das Thema Nockenwelle und die Anbauteile. Nockenwelle, das Prinzip brauche ich nicht großartig erklären, ist irgendwo bekannt. Es geht einfach nur darum, um das einmal so vorzustellen oder zu zeigen, wie es damals in den T217 war. Weiterhin geht es auch um die ganzen Peripherie- oder Anbauteile, sage ich mal ganz einfach, wie die Stöße, Pumpenstöße. Das Nockenwellenlager gucken wir uns an, hier haben wir eine neue Buchse eingezogen. Dann geht es um die Stößestangen, auch immer wichtig gucken, dass die nicht verbogen sind und dass quasi hier diese kleinen Enden, sage ich mal ganz einfach, wo die Kontaktflächen sind und das Öl nachher übertragen werden, dass das alles wirklich fest sitzt und der Öldruck nicht verloren geht und das Öl auch wirklich in den Kopf befördert wird. Das sind so alles kleine wichtige Sachen, wo man darauf achten sollte. Dann gucken wir bloß noch mal kurz in den Unterlagen, die Explosionszeichnung, wie das Ganze aussieht, was es hier noch an Ersatzteilen gibt oder was die Ersatzteilliste halt aussagt. Dann noch einmal die Unterlage, was wir halt finden zum Einbau der Nockenwelle. Kurz nochmal speziell zu dem 217, was es an Informationen gibt. Und einmal in den technischen Unterlagen zu den Spielen für das Nockenwellenlager, was uns die Herstellervorgabe damals gegeben hat oder was Porsche damals gesagt hat. Wie gesagt, kein großes Video, gibt nicht viel zu erzählen, Technik ist bekannt. Es ist einfach nur mal kurz, um die Teile zu zeigen, was habe ich nachgearbeitet oder was kann man nacharbeiten, worauf sollte man achten und ja, nichts Spezielles, ist halt einfach nur der Vollständigkeit halber. Ich möchte das Thema Nockenwelle hier speziell bei dem Motor im T217 kurz vorstellen, dokumentieren und dann war es das eigentlich auch schon. So, zum Thema Nockenwelle möchte ich eigentlich gar nicht so viel sagen, weil die Funktionsweise ist bekannt, Aufbau der Nockenwelle auch. Fehlerbilder, wenn ich die irgendwo im Internet suche, dann finde ich da auch jede Menge zu, um zu gucken oder um zu sehen, wie es nicht aussehen sollte. Also von daher gehe ich da nicht drauf ein. Zu meiner Welle ist halt, oder ich möchte halt einfach nur zu der Welle vom T217 kurz was sagen oder das Ganze vorstellen, wie die aufgebaut ist. Wir haben hier außen und in der Mitte haben wir die entsprechenden Lagerstellen, wo die ganze Sache hier hinten im Motor gelagert ist und hier vorne über den Lagerdeckel. Dann haben wir die beiden Nocken hier, jeweils rechts und links von dem Antriebsrad hier für die Welle, für die Ölschleuder. Die sind für die Ein- und Auslassventile. Wie gesagt, hier haben wir den Antriebskranz. Ansonsten ist zu dem Bauteil eigentlich nichts weiter zu sagen. Bei mir sieht das Teil auch soweit gut aus. Ich habe hier keine großartigen Anlaufspuren oder solchen Geschichten. Ich habe hier so leichte Verfärbungen in der Lauffläche, aber das merke ich nicht mal mit dem Fingernagel. Also von daher ist alles in Ordnung. Ich habe kein Pitting dran. Ich sehe hier nicht irgendwo großartig eingelaufene Nocken irgendwie oder so. Man sieht zwar, wenn man genau anguckt, dass die Welle gearbeitet hat, aber es ist soweit alles in Ordnung. Das Teil kann ohne Bedenken wieder eingebaut werden und von daher fertig. Ich möchte halt einfach nur noch mal kurz die Zähne hier zeigen. Ich hatte in dem letzten Video zu der Ölschleuder gesagt gehabt, wenn ich das hier quasi nicht richtig ausrichte und habe hier zu viel Flankenspiel, dann kann das zu viel arbeiten und dementsprechend habe ich hier auch ein Schadensbild nachher an den Zahnflanken. Das zeige ich noch mal kurz im Detail mit der Kamera und dann möchte ich noch mal was zu dem Nockenwellenlager sagen. Auch hier hatte ich ein paar Einlaufspuren oder Verschleißerscheinungen, die ich jetzt neu gemacht habe. Das hätte bestimmt auch noch funktioniert, die ganze Geschichte, wäre ich mir sicher gewesen. Aber das war halt einfach im Zuge der Restauration und weil ich das relativ einfach fand, das Teil zu erneuern oder da eine Buchse reinzuziehen, habe ich mich entschlossen, das noch zu machen. So, fangen wir einfach mal mit dem Kranz für den Antrieb, für die Welle der Ölschleuder an oder für den Ölspaltfilter. Ich glaube, man kann das schon relativ gut sehen, dass die Zahnflanken da wirklich schon gut eingearbeitet, das will ich gar nicht so schlecht reden, aber man kann auf jeden Fall irgendwo erkennen, dass wir hier so einen Versatz haben, sag ich mal ganz einfach, oder so eine große Stufe hier drin. Und das merke ich richtig hier mit dem Kugelschreiber, wenn ich darüber gehe, das ist schon eine richtig tiefe Lücke und dementsprechend arbeitet sich das Ganze ein, wenn das nicht richtig eingestellt ist und wenn ich zu viel Spiel habe, dann ist es natürlich so, dass es sich umso schneller einarbeitet. Ich wollte mal kurz ein bisschen mit dem Licht spielen, und einfach nur so in der Hoffnung, dass man das so ein bisschen erkennen kann, wie die Zähne sich da eingearbeitet haben, wie das Ganze aussieht. Und einfach nur zur Dokumentation, damit man das mal gesehen hat. So, kommen wir zu dem Nockenwellenlager. Ich hatte ja gesagt gehabt, dass ich das neu ausgebüxt habe oder habe eine Buchse einziehen lassen. Und zwar aus folgendem Grund. Ich hatte quasi in der Hälfte hier ungefähr Anlaufspuren gehabt, hier in der Lagerfläche innen drin. Das war wirklich nur leicht gewesen. Man hätte das vielleicht auch noch lassen können, aber einfach im Zuge der Restauration, wenn ich jetzt alles schon so weit neu gemacht habe, habe ich mich auch entschlossen, hier nochmal eine neue Buchse einzuziehen und damit ich quasi auch irgendwo wieder einen Neuzustand erreiche, sage ich mal ganz einfach. Das ist auch das einzigste Lager, was ich irgendwo in dem Motor erneuern kann. Alle anderen Lager sind soweit in Ordnung, da ist nichts dran, aber wenn da mal irgendwo was wäre, wäre eine Nacharbeit relativ schwierig. Und dementsprechend habe ich mir entschlossen, was aus meiner Sicht das stärkst belastete Lager hier ist von der Nockenwelle, das hier nochmal neu zu machen. Warum ist es aus meiner Sicht besonders stark belastet? Wir haben hier irgendwo das Nockenwellenrad und hier haben wir irgendwo die Kurbelwelle
Und das, wenn die ganze Sache im Betrieb ist, drückt sich das ja irgendwo gegenseitig weg, sag ich mal, über die Zähne. Dementsprechend hat die Welle immer das Verlangen, sich hier gegen zu drücken oder abzustützen auf diese Lagerfläche. Und dementsprechend habe ich hier eine besondere Belastung und auch hier die Einlaufspuren auf der Seite. Weiterhin ist es allerdings so, dass ich hier bei diesem Nockenwellenlager eine Zulaufbohrung habe, das Öl quasi hier reingeht. Man kann auch hier diesen Anguss noch so erkennen und hier eine kleine Ölbohrung. Original ist das so, dass diese Ölbohrung hier drin, da kommen wir gleich nochmal im Detail drauf, dass diese hier größer ausgeprägt war und ich sage mal auch wie ein Trichter, dass das Öl so wirklich in allen Richtungen mitgenommen wird. Hier handelt es sich ungefähr um eine 6 mm Zulaufbohrung. Wenn es nicht genau ist, nagelt mich nicht drauf fest. Einfach nur, um den Vergleich zu sehen, hier ungefähr 6 mm. Und aus dem Motorblock ist ein kleiner Bypass oder der Zulauf, der hat ungefähr einen Durchmesser von 1 mm. Das ist halt einfach so, dass dieser Bypass direkt am Hauptkanal oder an dem Ölkanal für das Hauptlager dran ist. Und natürlich darf da irgendwo der Öldruck nicht wegfallen und der muss immer konstant da sein. Und dementsprechend haben sie die Kollegen damals einfach nur eine kleine Bypassbohrung gemacht von 1 mm ungefähr. Das Öl ist hier reingelaufen, die Nockenwelle hat sich gedreht, Drehrichtung ist gerade egal und hat sich einfach das Öl irgendwo mitgezogen, sag ich mal. Das Problem ist allerdings daran, wenn ich schon eine einseitige Belastung hier habe, einmal durch den Antrieb der beiden Wellen, sag ich mal ganz einfach, oder der Zahnräder, die sich irgendwo abstoßen, habe ich hier einmal eine besondere Belastung und dann ist es auch so, es war eine glatte Fläche gewesen und das Öl muss ich jedes Mal halt einfach mitziehen. Und ich gehe mal einfach davon aus, dass diese 1 mm oder der Druck oder die Ölversorgung, die hier an dem Lager war, nicht groß genug war, dementsprechend die Welle nicht richtig in einem Ölbad geführt ist, sondern, sage ich mal, so ein bisschen Mangel geschmiert ist aus meiner Meinung nach und dementsprechend waren hier diese Abnutzungsspuren zu erkennen. Dementsprechend habe ich mich auch entschlossen, das Ganze noch einmal nacharbeiten zu lassen. So sehen wir das von innen nochmal. Wie gesagt, hier ist einfach eine Buchse eingesetzt worden. Man muss natürlich auch aufpassen, Aluminium dehnt sich sehr stark aus, wenn der Motor im Betrieb ist und dementsprechend muss die Buchse auch entsprechend gearbeitet sein. Ich muss eine Vorspannung haben, damit mir diese nachher im Betrieb, wenn der Motor läuft und das sich alles ausdehnt, nicht nachher irgendwo mitdreht, die Ölbohrung halt nicht mehr passt oder sowas und ich dann nachher einen Schaden habe. Also von daher, das sollte auf jeden Fall passen und ich bin eigentlich relativ zuversichtlich, dass der Kollege, der das hier gemacht hat, dass das ganz gut geworden ist. Weiterhin, das gucken wir uns aber gleich nochmal im Detail an, habe ich hier eine Nut mit einbringen lassen, eine ganz flache. Die hat vielleicht irgendwo einen halben Millimeter Tiefe. Und es ist halt einfach so, ich habe mit dem Instandsetzer oder mit dem Kollegen Rücksprache gehalten, dass ich die Vermutung habe, dass der Schmierfilm halt einfach zu schwach ist oder das Öl sich hier nicht richtig reinziehen kann, der Druck hier teilweise sehr groß ist, die Schmierung nicht hundertprozentig ist und dementsprechend wollte ich halt einfach nur eine ganz leichte Nut hier drin haben, damit ich noch mehr Öl hier hinten irgendwo einbringen kann und hoffe, dass hier vielleicht noch so ein kleiner Ölkeil sich aufbaut oder sowas und dann die Nockenwelle oder das irgendwo schwimmt, gelagert ist. Das ist einfach nur ein Gedanke. Ob das nachher wirklich so wird mit der kleinen Ölzulaufbohrung, das weiß ich nicht. Ich habe es einfach mal versucht, wollte es hier so darstellen und ja, das ist das, was ich so umgesetzt habe oder mir gedacht habe. Der Motor- und Standsetzer ist da soweit mitgegangen und dementsprechend passt das soweit. Weiterhin möchte ich sagen, wir müssen, bei dem Nockenwellenlager ist es halt so, dass wir das Axialspiel einstellen müssen. Und zwar wird das Axialspiel genau an der Stelle hier vorne gemessen. Wenn die Nockenwelle verbaut ist, oder ich kann das Lager jetzt auf die Nockenwelle schieben, muss das Nockenwellenrad, das Zahnrad montieren, bis Anschlag, bis das wirklich das Zahnrad an der Welle hier anliegt. Und dann muss ich hier zwischen messen, wie viel Spiel ist da. Also sprich, wenn ich die Nockenwelle dann hier hin und her ziehe, dann darf ich hier irgendwo nur 0,1 bis 0,2 mm haben. Hier unterscheiden sich die Angaben ein bisschen in den Unterlagen. In der einen Unterlage steht hier von 0,2 bis 0,3 mm, was für mich auch vollkommen in Ordnung ist. Und in der anderen Unterlage ist es irgendwo 0,1 und 0,2. Bei dem Lager hier habe ich irgendwo 0,2, 0,25, 0,3 mm Spion oder Abstandsmaß kriege ich hier nicht rein und dementsprechend ist da soweit alles in Ordnung. Falls das nicht passt, kommt hier hinter eine Distanzscheibe. Und zwar ist es so, dass ich hier hinten die Anlauffläche habe. Hier liegt das Nockenwellenlager nachher an oder stützt sich, sag ich mal, so ganz einfach ab. Wenn die Nockenwelle montiert ist, oder ich kann das quasi auch hier so im ausgebauten Zustand machen, geht auch ganz wunderbar, dann stecke ich das Nockenwellenrad hier einfach vorne drauf und kann hier mit der Fühlerlehre wirklich den Abstand ganz genau messen und wunderbar prüfen. Wie gesagt, wenn das irgendwo nicht passt, muss ich hier hinten an dieser Anlagefläche mit einer passenden Scheibe irgendwo suchen und die halt hier anbringen. 0,1, 0,2 mm und das Ganze irgendwo ausgleichen und anpassen. In der Ersatzteilliste ist leider kein Maß beschrieben. Ich gehe mal davon aus, dass man sich auch hier eine entsprechende Scheibe suchen muss, anfertigen muss oder sowas. Und ja, hier muss man halt einfach selber gucken, was kann man verwenden.
Genau, ich wollte dir einfach nur kurz zeigen, wie das Axialspiel hier einzustellen ist. Das ist auch das Einzige, was man irgendwo in der Welle hier einstellen kann. Flankenspiel hatte ich schon mal erwähnt gehabt, kann ich hier nirgendwo einstellen. Vielleicht gibt es andere Nockenwellenräder, was ich gerade nicht glaube oder in der Ersatzteilliste auch nicht ausgewiesen ist. Und dementsprechend kann ich hier wirklich nur das Axialspiel anpassen und das war es dann eigentlich auch. Gucken wir uns nochmal kurz die Nut im Detail an und dann war es das. So, hier einfach nur ganz kurz die Darstellung für die Nut. Sie ist umlaufend. Vorher war es halt glatt gewesen und ich bin der Meinung, dass einfach hier irgendwo eine Mangelschmierung entsteht. Aus dem Grund, weil ich habe hier den Zulauf, einen Bypass, der ist ungefähr 1 mm groß, wo das Öl hier einströmen kann. Dementsprechend habe ich hier auch nicht den großen Druck, meiner Meinung nach. Und das Öl wird hier einfach nur so ein bisschen mitgezogen, aber ist wahrscheinlich nicht genug, damit quasi, oder es kommt nicht genug Öl an die entsprechende Stelle hin von dem Lager. Und dementsprechend hatte ich den einseitigen Verschleiß. Und ich wollte mit dieser Nut einfach dafür sorgen, dass das Öl die Möglichkeit hat, auch da hinten hinzukommen und mehr Öl zur Schmierung da ist. Ob das nachher was bringt, weiß ich nicht hundertprozentig. Ich sehe es ja nicht, ich kann es nicht wieder ausbauen. Ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen, dass es jetzt nicht schlechter dadurch geworden ist. Und dementsprechend wollte ich es halt einfach zeigen, dass ich es so gemacht habe. Und ja, ich gehe davon aus, dass es funktioniert. Und das sollte auch auf jeden Fall passen. Kommen wir zu den Ventilstößeln. Das sind ja, sage ich mal, auch sehr wichtige Teile oder werden ja direkt von der Nockenwelle angetrieben. Hier ist es ja einfach so, dass aus der Drehbewegung eine Linearbewegung erzeugt wird. Dadurch werden die Stößelstangen angetrieben. Die Bewegung wird weiter von den Stößelstangen über die Kipphebel auf das Ventil realisiert. Und so funktioniert eigentlich die ganze Geschichte. Es ist halt einfach so, dass man diese bei der Instandsetzung auch begutachten sollte. Und es ist halt einfach so, dass diese Flächen hier gerne sich einlaufen, sage ich mal ganz einfach. Hier irgendwo Abnutzungsspuren entstehen oder Einarbeitungsspuren entstehen. So leichte Risse waren bei mir hier vorhanden gewesen. Und man kann die Teile halt nacharbeiten, indem man diese Fläche hier unten neu plant. Und ja, wieder, ich sag mal, eine glatte Fläche für die Nockenwelle herstellt. Muss man darauf achten, man darf natürlich nicht zu viel runternehmen. Ich glaube, die sind gehärtet. Nicht, dass man hier irgendwo die Härte verliert und das Ganze begünstigt, dass sich das noch irgendwie leichter einläuft oder sowas. Ich muss hier eine gewisse Rauheit haben, damit das auch wirklich sauber übereinander gleitet und das Material nicht zu so raus, dass es aufeinander arbeitet. Auf solche Sachen muss ich achten. Das kann ich quasi weggeben und überholen lassen, das ist gar kein Problem. Weiterhin ist es so, dass diese Fläche hier, wenn ich die aus dem Motor raushole, haben die irgendwie einseitige Anlaufspuren. Das Ganze kann ich irgendwo in der Drehbank einspannen, mit einem Vlies wieder nacharbeiten und das Ganze wieder irgendwo blank bringen. Und dementsprechend müssen die wirklich sauber in den Motorblock reingehen, schmatzen, saugen, damit mir der Öldruck irgendwo hier rechts und links nicht flöten geht. Der Öldruck soll hier irgendwo an der Nut anliegen und nachher hier über diese Zulaufbohrung weiter transportiert werden durch das Stößel hier hoch. Wir haben auch in der Mitte hier eine Bohrung, dass da quasi das Öl über die Stößelstange weiter befördert wird und oben irgendwo an den Zylinderkopf gelangt, so wie es auch sein soll. Hinweis noch: Nicht zu viel runternehmen, wirklich so, dass die blank sind. Ich darf ja auch nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel übertrieben einen Millimeter hier wegnehmen würde oder sowas, dann wäre ich nicht mehr mit dieser Nut hier irgendwo in der Ölbohrung oder Zulaufbohrung im Motor, würde ich dann nicht mehr übereinstimmen. Dementsprechend hier wirklich nur das runternehmen, was runter muss. Ich habe jetzt kein Maß und keine Vorgabe irgendwo und dementsprechend vorsichtig arbeiten. Aber ja, so wie ich das mitbekommen habe, kann man die nacharbeiten und es gab ja wohl auch noch keine Probleme oder sowas. Die müssen natürlich wieder als erstes rein, bevor ich die Nockenwelle einbaue. Die werden schön vorsichtig eingesetzt mit Öl, dass die schon mal sauber drinnen liegen. Erst dann kommt die Nockenwelle und dann kann ich den Motor auch wieder drehen, dann fallen die nicht raus und dementsprechend ja, passt das soweit. Mehr gibt es dann an diesen Bauteilen eigentlich schon gar nicht zu sagen. Man muss sich den Zustand angucken, entsprechend aufarbeiten lassen, wenn es möglich ist und dann kann ich die auch wieder verwenden und dann passt das soweit. So, bei den Pumpenstößeln ist natürlich auch darauf zu achten, dass hier keine großartigen Beschädigungen sind, dass auch diese sauber in dem Motor drin laufen. Auch hier habe ich Vorgaben, wie viel Spiel ich haben darf, aber es ist halt einfach so, ich bekomme ja keine neuen Teile oder kann diese nicht mehr aufarbeiten und dementsprechend muss ich mit dem arbeiten, was ich habe und kann auch nur wieder darauf hinweisen, wenn ich mir irgendwo einen Motor kaufe und er ist halb zerlegt oder sowas, dann gucke ich mir quasi speziell diese Flächen an, wo der drinnen läuft. Nicht, dass da irgendwelche Beschädigungen sind oder sowas und wollte einfach nur den Hinweis geben, dass ich darauf besonders achte. Weiterhin ist es auch so, dass diese Rollen hier unten, dass das wirklich sauber laufen muss. Hier sind kleine Nadeln drin, ich sag mal, das ist wie so ein Nadellager ganz einfach. Das muss passen, hier dürfen keine Rollgeräusche sein oder sowas. Das muss wirklich ganz sauber laufen. Auf den Rollflächen selbst dürfen auch keine Beschädigungen sein oder sowas. Die müssen blank sein, hier darf kein Pitting drauf sein, weil sich sonst solche Einarbeitungen auch auf die Nockenwelle halt übertragen würden. Weiterhin ist es auch so, dass man sich die Flächen hier angucken sollte. Ich hatte die ja auch so ein bisschen nacharbeiten lassen, also sprich einfach in die Drehbank eingespannt. Hier mit einem feinen Schleifpapier drüber, mit einem planen Metallstück und dann wirklich hier gerade rüber gegangen. Nicht, dass ich das Ganze irgendwo runter mache, sondern ich wollte wirklich hier einfach nur die Riefen einmal weg haben und die Kanten brechen und dann war es das eigentlich schon. Als Hinweis, beide sehen nicht gleich aus. Der eine hat hier noch so eine längere Nut, oder die Nut ist hier weiter ausgeführt.
Ich weiß noch nicht, wieso, warum, weshalb. Ob das hier für ein Einbau rechts und links ist oder sowas, das kann ich noch nicht sagen. Aber das werde ich dann beim Einbau schon merken. Über diese Schrauben hier oben werden nachher die Pumpen eingestellt. Das wird dann nochmal ein gesondertes Video. Und ich wollte halt einfach wirklich nur darauf hingehen. Flächen müssen sauber sein, an der Rolle und an dem Stößel selbst. Und hier innen drin dürfen die Rollen jetzt sich nicht irgendwie doof anhören. Also metallisch klingen oder irgendwelche Rollgeräusche haben. Dementsprechend achtet darauf, wenn ihr die Teile wieder verbaut, ob hier irgendwelche Schäden vorhanden sind. So, Stößelstangen, relativ einfache Teile, aber irgendwo doch vielleicht manchmal so ein bisschen vernachlässigt oder nicht so beachtet von der Funktion her. Nicht nur, dass diese einmal die Bewegung von der Nockenwelle unten über das Ventilstößel zu meinem Kipphebel oben übertragen, damit das Ventil betätigt wird im Kopf. Weiterhin wird auch der Öldruck oder das Öl für den Zylinderkopf oben hierdurch befördert. Einmal möchte ich darauf hinweisen, wenn ich mir irgendwelche Ersatzteile besorge oder sowas oder wenn ich die Teile begutachte, achte ich darauf, dass die auch gerade sind, packe sie auf eine ebene Fläche und lasse auch ganz sauber rollen. Nicht, dass die irgendwo hier schon verformt sind, also krumm sind, sage ich mal in dem Sinne, aus welchen Gründen auch immer. Vielleicht hat da der Motor schon mal Motorschaden oder die stammen aus einem anderen Motor, der irgendwie schon mal einen Defekt hatte oder sowas. Ich gucke mir einfach die Stangen an, rollen die alle gerade, dann ist das schon mal der erste Punkt, den ich geprüft habe. Weiterhin ist es so, dass ich auch hier unten, und das ist auch ganz wichtig, dass ich gucke, ob diese Spitzen hier überall fest drauf sitzen. Wenn die nur so locker hier drauf stehen, dann kann es halt einfach sein, dass mir der Öldruck nicht dass der Öldruck nicht befördert wird, sondern hier irgendwo schon rechts und links entweicht. Und dementsprechend habe ich nicht oben die Schmierung, die ich eigentlich haben möchte im Kopf. Und somit kann ein Folgeschaden entstehen. Also ganz wichtig, achtet darauf, dass die Dinge auch wirklich fest sitzen bei allen, dass sie sich nicht drehen lassen oder sowas. Der nächste wichtige Punkt ist, wenn ich mir so eine Stange angucke, ist, wie sehen diese Flächen hier aus? Diese Flächen müssen hundertprozentig glatt sein. Hier dürfen keine Einarbeitung, kein Pitting oder sowas sein. Die liegen ja, sage ich mal, schon relativ formschlüssig an, diese Teile zueinander, damit quasi auch hier über die Fläche, sage ich mal, eine gewisse Abdichtung stattfinden kann. Das Öl ist natürlich bestrebt, durch diese Bogen zu gehen, aber auch natürlich hier rechts und links zu entweichen. Und dementsprechend, wenn die Fläche hier nicht schön glatt ist, hat das Öl natürlich bessere Möglichkeiten, irgendwo rechts und links zu entweichen. Und von daher wollte ich einfach den Hinweis geben. Achtet darauf, sobald ihr eine Stange habt, die hier irgendwo eingelaufen ist oder sowas, ist die Stange verschlissen. Würde ich nicht wieder einbauen. Ich versorge mir auch die Gegenteile, wenn ich jetzt zum Beispiel die ganze Zeit das hier unten im Stößel laufen lasse oder sowas, dann arbeitet sich das unten auch ein. Und wenn ich das über einen zu langen Zeitraum mache, sieht der Stößel doof aus. Und vielleicht reicht es dann auch nicht mehr aus, dass das Öl nach oben getragen wird. Und wenn ich den Stößel ersetzen muss, heißt das hier in dem Fall Motorspalten. Dementsprechend achtet darauf. Weiterhin ist es auch so, das ist jetzt eine persönliche Meinung oder Theorie von mir, dass diese Bohrung hier oben so ein bisschen trichterförmig angelegt ist, und zwar also nach außen hin. Und zwar würde ich jetzt einfach mal behaupten, wenn ich mir die Teile angucke, dann würde ich gucken, wie sieht diese Bohrung hier unten aus. Je kleiner das Loch oder je spitzer das hier unten wird, desto mehr verschlissen ist für mich die ganze Geschichte. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die Stangen jetzt hier irgendwie ein Längenmaß haben oder sowas oder haben sollen. Ich habe in den Unterlagen dazu nichts gefunden. Ich gehe mal davon aus, dass die irgendwie eine Grundlänge haben und der Rest irgendwo über das Ventilspiel eingestellt wird und dementsprechend jetzt nicht irgendwie ein Verschleißmaß haben. Genau, das ist einfach nochmal, was jetzt mein Gedanke war. Dann ist es weiterhin so, dass bei den Porsche-Modellen ist es so, dass nur zwei oder jeweils für jeden Kopf eine Stange Öl überträgt. Ich hatte am Anfang mal gedacht gehabt, es muss überall Öl ankommen, weil ich das so irgendwo von den Deutz-Modellen kenne, so F2L 912. Es wird über alle Stößelstangen Öl in den Kopf befördert und auch direkt das Lager oben für das Kipphebel mit Öl versorgt. Hier ist es noch ein bisschen anders, das gucken wir uns nochmal an, wenn wir bei den Köpfen sind, wie das genau oben mit der Ölversorgung ist. Bei den Deutz-Zylinderköpfen kann ich da oben sogar noch den Fluss am über eine Mahnschraube kann ich den Ölfluss an der Buchse oben für den Kipphebel noch regulieren. Das muss ich auch machen, weil da oben auch der Öldruck entweichen kann. Und das ist auch so bei den Zylinderköpfen, bei den Deutz, dass die Buchsen so weit eingearbeitet sind, dass die Buchse schon teilweise weg ist und mir der ganze Öldruck da oben irgendwo flöten geht. Das ist eine Fehlerstelle. Dementsprechend würde ich auch bei diesen luftgekühlten Motoren, egal ob jetzt Deutz oder Porsche, einfach mal den Ventildeckel abschrauben, gucken, wie sieht es da oben drin aus. Kommt an den Beinstößelstangen, also jeweils rechts und links im Zylinder, gleichmäßig Öl an. Das sind alles so Geschichten, die ich mir zum Beispiel beim Kauf eines Schlepper kurz angucken kann, wenn der Motor läuft. Brauche ich kein großes Equipment für, ist nicht teuer, aber vielleicht kann man irgendwo schon so Schäden erkennen. Ich kann auch mal an den Kipphebeln einfach mal krackeln, und wenn ich dann irgendwo schon 3, 4, 5 mm sehe, dann weiß ich auch, was der Schlepper gelaufen hat und dass da keine Pflege war. 3, 4, 5 mm waren übertrieben, ist aber alles schon vorgekommen und alles schon gesehen. Deswegen habe ich das gerade mal so erwähnt. Wie gesagt, wichtige Teile, achtet darauf, dass es auch wirklich funktioniert, auch wenn ihr den Motor nachher in Betrieb nehmt oder sowas, oder ab und zu mal eine Inspektion macht, guckt einfach mal mit Ventildeckel abschrauben, läuft da oben das Öl, ist das alles wunderbar, passt das.
Bei den Deutz-Motoren ist es auch so, und das steht auch so, glaube ich, in den Unterlagen mit drin, dass der Ölfluss oben an den Kipphebel bei Betriebstemperatur zu prüfen ist. Denn wenn das Öl halt natürlich dünner ist, und dann muss ich das auch quasi da oben mit dieser Mahnschraube an dem Kipphebel einstellen, weil das Öl dann am dünnsten ist, und weil dann Motor wird ja meistens oder tagsüber bei betriebswarmem Zustand benutzt, und dementsprechend muss dieser Ölfluss oder diese Ölmenge auch in Betriebszustand passen und nicht, wenn der Motor kalt ist. Das war nochmal ein wichtiger Hinweis. Hier ist es ein bisschen anders. Hier gehe ich nochmal darauf ein, wie es oben mit der Schmierung der Kipphebel ist, wenn wir bei den Zylinderköpfen sind, und dementsprechend würde ich das nochmal gesondert irgendwo ansprechen. Ich würde auch immer darauf hinweisen, ich würde es auch wieder da reinstecken, wo ich sie rausgeholt habe, weil das Ganze arbeitet sich irgendwo zueinander ein. Es sieht zwar alles immer gleich aus, irgendwo runde Flächen oder sowas, ja, das ist richtig, aber wenn man da irgendwo genau hingucken wird, es hat sich halt alles einfach anders eingearbeitet zueinander, und dementsprechend, wenn ich das irgendwo vertausche, begünstige ich irgendwo einen schnelleren Verschleiß, und dementsprechend achte ich immer darauf, dass ich die einbaue, so wie es war. In dem Fall geht es nicht, weil ich habe alles als Puzzle bekommen, und ja, ich suche mir halt hier das Beste mit raus. Achte jetzt hier auch, wie ich das vorhin schon erwähnt habe, darauf, dass die ölführenden Stößelstangen für mich das größte Loch hier irgendwo haben. Also sprich, was hier noch am weitesten ausgeprägt ist. Das ist für mich jetzt irgendwo so ein Anzeichen, dass sie sich jetzt noch nicht so weit eingearbeitet haben, also sprich an Material verloren haben. Und dementsprechend würde ich das als bessere Stößelstange bewerten und dann halt auch so nutzen. Hier noch der Hinweis zur Nockenwelle: Wenn ich die einbaue, muss ich quasi das Nockenwellenrad ablassen, das Nockenwellenlager vorsichtig ansetzen, und dann muss ich das auch einmal durchdrehen, gucken, ob es irgendwo hakt. Gerade hier mit der neuen Buchse muss ich gucken, fluchtet das Ganze, habe ich hier irgendwelchen schwergängigen Punkte, wenn ich Nockenwelle drehe oder sowas. Das darf nicht sein, dann müsste ich nacharbeiten, gucken, woran es liegt, und wollte einfach nur den Hinweis geben, dass ich das nicht einfach brutal anbauen kann und einfach nur festziehen kann. Ansonsten gibt es zu dem Thema hier nichts zu erzählen. Wir gucken noch mal kurz auf die Unterlagen, und dann war es das eigentlich schon gewesen. Und wie gesagt, einfach nur zur Dokumentation. So, einmal die Ersatzteilliste der Vollständigkeit halber, die Explosionszeichnung. Alle Teile haben wir ja schon soweit einmal dargestellt. Wir haben das Nockenwellenrad hier. Hier hatte ich ja schon mal in einem Teil erwähnt, dass es für mich jetzt hier nur ein Maß gibt. Bei anderen Motorvarianten ist es teilweise so, dass es verschiedene Nockenwellenräder gibt, um einfach das Flankenspiel einzustellen. Beispiel Käfermotor, da ist es halt einfach so, ich baue das Nockenwellenrad ein, prüfe das Flankenspiel. Ist es zu groß oder zu klein, kann ich mich, glaube ich, zwischen einer Stufe größer und Stufe kleiner entscheiden und dementsprechend das Flankenspiel einstellen. In dem Fall ist es nicht so. Ich habe nur hier die Möglichkeit, über das vorhandene Nockenwellenrad die Teile zu nutzen, die ich habe. Ich kann das Spiel gerne einmal prüfen. Ich kann es aber nicht einstellen. Dann ist es so, wir haben das Nockenwellenlager, das hatten wir schon einmal vorgestellt. Wir haben die Nockenwelle. Dann haben wir hier noch als Einzelteile ausgewiesen, sage ich mal, dieses Kegelrad, ganz einfach, was hier aufgeschrumpft ist, um die Antriebswelle für die Ölschleuder oder für den Ölspaltfilter anzutreiben. Das ist hier als Einzelteil ausgewiesen. Hier ist die Distanzscheibe oder Anlaufscheibe, was ich gesagt habe, die zwischen Nockenwellenlager und Nockenwelle kommt, falls das Axialspiel zu groß ist. Hier ist auch eine Scheibe dargestellt, das ist aber hier als Federscheibe deklariert, nicht als Anlaufscheibe oder Distanzscheibe. Eventuell habe ich da vorhin irgendwo Quatsch erzählt, dass ich irgendwie dieses Ritzel hier, sag ich mal, irgendwo einstellen kann oder ab Werk eingestellt wird mit irgendeiner Distanzscheibe. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Dementsprechend, ich habe gerade hier gelesen, das ist eine Federscheibe. Ich kann es aber an der Nockenwelle auch nicht erkennen, dass sie da irgendwie hinter ist, und wollte es jetzt einfach nur einmal erwähnen. Und ja, ich kann an diesem Bauteil hier nicht viel machen. Es ist drauf, und von daher einfach nur als Info. Die Stößestangen sind hier mit drauf. Auch die Ventilstöße und diese Pumpenstöße, sage ich mal ganz einfach, oder diese Rollenstöße, die nachher unsere Pumpe, Einspritzpumpen antreiben. Ich wollte es einfach mal hier zeigen, dass man nochmal komplett sieht. Und das war es dann eigentlich. Genau, hier noch ein kurzer Hinweis zum Einbau der Nockenwelle. Ist eigentlich nicht viel mit bei, das sehen wir auch gleich nochmal in der anderen Reparaturanleitung, dass die Nockenwelle halt nur in einer Position durchgeführt werden kann, weil an dem mittleren Lager ist noch so eine kleine Nase dran, sag ich mal ganz einfach, damit ich mit den Nocken auch durchkomme. Und hier ist einfach der Hinweis, dass die Nockenwelle einen maximalen Höhenschlag von 0,02 mm haben darf. Mehr steht hier in dem Sinne jetzt nicht drin. Was aber noch interessant ist, was ich beim letzten Mal bei der Ölschleuder nicht erwähnt habe, ist nochmal der Hinweis. Hierbei ist zu beachten, wenn ich die Welle einbaue, quasi hier, das hatte ich ja letztes Mal gesagt, dass wir hier über die Distanzscheiben das Längsspiel einbauen. Zu beachten, dass mindestens zwei Distanzscheiben zwischen Ritzel der Zentrifugenwelle und Lager der Ölzentrifuge montiert werden. Andernfalls können schwere Motorschäden eintreten, wie Festsitzen und Festfressen der Zentrifugenwelle, Abscheren des Keils am Nockenwellenrad, Bruch von Ventilen. Also von daher ist das schon nicht umsonst die ganze Geschichte oder der Hinweis hier drinnen, und man sollte halt darauf achten, dass das da hinten wirklich passt und nicht irgendwie Folgeschaden nachher entstehen kann.
Hier nochmal die Unterlage, was es damals für den Standard 218 gab. Für die 217 ist es jetzt hier nicht irgendwie explizit ausgewiesen oder so, aber es ähnelt halt dementsprechend und von daher kann man das auch verwenden. Das ist ja bloß zur Erklärung. Die beiden Schrauben von dem Nockenwellenlager kriege ich nur rausgeschraubt, wenn ich das Nockenwellenrad in der entsprechenden Position habe oder halt quasi die Zentralmutter gelöst habe und das Nockenwellenrad komplett demontiert habe. Auf dem Bild können wir halt sehen, oder ist hier der Hinweis, dass ein Nocken quasi in einer speziellen Position sein muss. Das sehe ich, wenn ich den Motor zusammenbaue, wo ist hier an dem mittleren Lager sitzt, unten noch so eine kleine Kerbe eingefräst. Dann weiß ich, wie der Nocken stehen muss und dann, wie ich dann halt da durchkomme. Weiterer Hinweis, wenn ich die Nockenwelle zur Kurbel oder wenn ich das Nockenwelle oder die Nockenwelle montiere, muss ich auch darauf achten, dass diese nachher auch richtig ausgerichtet ist zur Kurbelwelle. Sprich, oder ja, ist ja halt nur so, dass bei dem Motor die Übersetzung ist 2:1, also sprich, zweimal Kurbelwelle, einmal Nockenwelle und dementsprechend muss das Ganze auch zueinander passen oder ausgerichtet sein, weil die Steuerzeiten nachher halt einfach nicht passen. Also grundlegende Dinge, Motorsteuerung, Motortechnik, brauche ich eigentlich gar nicht weiter darauf eingehen. Aber der Hinweis, wir haben einmal einen Punkt auf der Kurbelwelle und zwei Punkte auf der Nockenwelle und dementsprechend diese beiden Markierungen müssen genau übereinstehen. Die Positionierung des Nockenwellenrades oder die genaue Ausrichtung wird ja über die Nockenwelle nachher über einen Keil realisiert. Dann hier unten noch als letztes Bild, das ist das, was ich meinte, wenn ich das Nockenwellenrad hier montiert habe und das Nockenwellenlager auf der Nockenwelle ist, kann ich hier drüber mit einer Fühlerlehre das Axialspiel ausmessen im ausgebauten Zustand und hier ist dann nochmal der Hinweis, dass das Axialspiel 0,1 bis 0,3 mm betragen soll. In der anderen Unterlage, die ich gleich zeige, steht ungefähr 0,2 bis 0,3 mm und von daher haben wir hier eine gewisse oder eine kleine Differenz in den Unterlagen und wollte nur noch mal kurz darauf hinweisen. Mehr ist jetzt hier nicht, steht jetzt in den Unterlagen nicht drin, mehr gibt es eigentlich auch nicht zu sagen und wollte es hier nur der Vollständigkeit halber hier nochmal mit reinnehmen. So, zum Abschluss möchte ich einfach nur mal kurz mit euch einen Blick auf die technischen Daten werfen für die Porsche Dieselschlepper. Hier habe ich meine Vorgaben her oder hier sind alle Vorgaben für die Motoren hinterlegt. Speziell hier für den Standard, obwohl ich hier noch den Hinweis geben muss, T217 ist immer ein bisschen speziell. Alle Werte sind hier drinnen nicht zu finden oder man muss halt gucken, weil in diesem kleinen Heftchen, speziell für den Standard T, gibt es für den T217 noch ein paar Abweichungen und dementsprechend möchte ich da nochmal darauf hinweisen. Einmal Spiel der Nockenwelle axial, ist in dem kleinen Heftchen für den Standard T, steht drin 0,1 bis 0,2 mm Axialspiel, hier steht 0,2 bis 0,3 mm. Ich sage mal, alles was bis 0,3 mm an diesem Nockenwellenlager irgendwo ist, ist in Ordnung. Darüber würde ich dann schon versuchen, irgendwo mit Distanz oder Anlaufscheiben zu arbeiten. Also größer würde ich es dann schon nicht werden lassen. Weiterhin ist hier nochmal hinterlegt, dass der Höhenschlag der Nockenwelle von 0,02 mm, die Angabe ist gleich, sind auch für alle Nockenwellen hier und für die Schleppertypen hier gleich. Und dann ist hier das Spiel für das Nockenwellenlager, hier sind von 500stel bis 75 Hundertstel, soll das Nockenwellenlagerspiel haben. Als Hinweis möchte ich noch mitgeben, was auch relativ interessant ist, ich kann quasi der Höhe der Ventilnocken messen. Und zwar ist es relativ einfach. Ich brauche mir hier bloß einen Messschieber nehmen, messe einmal hier quasi an der Nockenwelle, wo der Nocken nicht irgendwo betätigt ist oder quasi einen Hub ausführt, nehme mir das Maß, dann drehe ich die Nockenwelle, messe die Höhe des Nockens und die Differenz quasi zwischen den beiden Maßen ist dann irgendwo mein Hub und den kann ich dann quasi hier einmal überprüfen, haut es denn noch so weit hin. Das habe ich jetzt nicht gemacht oder ich habe es schon einmal nachgemessen, aber ich habe das in dem Video jetzt hier nicht dargestellt, weil ich daran einfach nichts ändern kann und von daher bleibt das halt einfach so und ich möchte halt einfach nur mal den Hinweis geben, dass man den Hub der Nockenwelle halt relativ einfach messen kann. Gut, das war da jetzt nochmal der Vollständigkeit halber, dabei soll es dann auch gewesen sein. Und ja, ich hoffe, es hat gefallen und dann bis zum nächsten Video.